Willkommen meine Minecraft-Freunde zu meinem ersten Tutorial von Minecraft. Ich bin euer Abkratzer und ich zeige euch heute, wie man eine versteckte Tür baut mit einem Hebel dahinter. So, wir haben mal hier einen Berg. Es soll mal ein Berg sein hier. Also man sieht es kaum. Also ein Eingang ist schon da. Jetzt gehen wir mal hier hinter und hier dahinter befindet sich ein Hebel. Und wenn wir den betätigen, geht die Tür auf. Eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe mal zwei Hebel gebaut. Man kann dann auch von der anderen Seite reingreifen. Wir machen das nochmal. Wir machen das wieder zu. Von außen sieht man es jetzt auf den ersten Blick nicht. Also ihr könnt es anders verstecken. Ich will euch eigentlich nur die Tür zeigen, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe auch mehrere Varianten hier gebaut. Um euch das mal zu demonstrieren, wie das geht. Ich mache mal kurz Tag. Okay. So, dann schauen wir uns das alles mal an. Ich habe mal hier was vorbereitet, um euch das mit den Kolben, ja, oder besser gesagt den Pistons, etwas näher zu bringen. Ich habe hier mal einen Piston aufgebaut, eigentlich zwei Stück, und ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Drücke ich hier drauf, geht es nach oben. Ja. Wieder runter. So, ich habe das mal so demonstriert, weil so geht es, ja, aber so geht es nicht, weil wir brauchen ja zwei Stück nebeneinander für so eine Tür, es sei denn, ihr wollt nur einen haben. So geht es schon mal nicht. Ja, das wollte ich demonstrieren damit. Nämlich, wenn ihr zwei nebeneinander setzt, müsst ihr es so verbinden. Ja, links und rechts der Neber. Dann gehen beide hoch. Wollt ihr einen verbinden, machen wir den weg, ist der so oben. Ich wollte euch das nochmal demonstrieren, hier mit einem Knopf. Ja, also es geht auch mit einem Knopf, da braucht ihr halt, ich habe das hier mal reingetan, ihr braucht einen Comparator, braucht ihr. So, wir fangen mal hier an. Also drücke ich auf den Knopf drauf und der bricht er das Signal. Ja, für kurze Zeit. Für Pistons braucht ihr. Ja, ich habe euch erstmal hier gezeigt, wie man einen Kolben baut. Ein Kolben, ja, drei Bretter, Pflastersteine, vier Stück, ja, einen Eisenbarren und natürlich den Redstone hier unten drunter und dann kommt ein Kolben raus. Ihr braucht sowas wie einen Schleimball, ja, und den Kolben und dann kommt so ein klebriger Kolben raus. Also ein Sticky Piston, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt bei euch. So. Also wenn ihr das so baut, also Sticky Pisten brauchen wir und davon brauchen wir auch vier Stück, ja, jeweils oben und unten. Machen wir wieder dicht hier. Um euch das hier nochmal näher zu bringen mit dem Comparator, die Verbindung, wo der Knopf ist, muss näher dran sein, wie die, wo das Signal an sich herkommt. Ja, ihr müsst es unterbrechen können. Ich habe das jetzt mal so nah rangesetzt, was wahrscheinlich nicht meistens machbar ist beim Bauen. Ja, aber das Signal muss unterbrochen werden und der Eingang hier von der Seite muss näher dran sitzen wie das andere hier. Ich zeige euch das gerade mal hier drüben. Ja, wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich hier? 1, 2, 3, 4. Ja, hier sitzt er näher dran. Zack, unterbricht. Ja, wir können ihn jetzt eigentlich auch mal wegmachen. Machen wir eins mehr hin. Und probieren das Ganze nochmal. Jetzt haben wir 5,5. Das Signal ist nicht schwächer. Ja, also ist schon schwächer. Das Signal ist schwächer, aber nicht stärker wie das, was von hier kommt. Also das hier muss stärker sein. Also wieder eins nach vorne bauen. Und dann läuft die Sache. Okay, jetzt mal zum Einzelnen, wie man das baut. Ist eine sehr simple Technik eigentlich. Wir tun hier den Hebel ran. Ja, beim Hebel zwei Steine nach hinten bauen. Wir müssen das ein bisschen nach oben bauen. Das geht natürlich 1000 Wege geht das. Wahrscheinlich auch schneller. Es ist verbunden mit den zwei Kolben hier oben. Ja, von beiden Seiten. Und somit aktiviere ich die von oben und unten genau dasselbe Spiel. Ja. Aber hier unten seht ihr,
muss ich auf die andere Seite, habe ich runtergegraben und dann wieder hoch. Ja, also ich habe dann hier runter, ihr müsst hier unten vorbei, weil ihr wolltet den hier hinten auch noch aktivieren. Ne? Weil sonst würde, wenn ich das hier unten einfach nur lang baue bis hierhin, ja, da geht der eine hier schon mal nett. Ja, und würde ich hier auch nicht hochbauen, sondern würde hier runter bauen und da oben nichts hinlegen, würden beide gar nicht gehen. Ne? Also ihr könnt es auch oberhalb machen. Ja, direkt hier oben drauf, dann würden die beiden hochgehen, aber wie wollt ihr dann was drüber setzen? Das ist ja total bescheuert. Ja, ich habe hier nochmal die andere Variante mit einem Zaun, falls ihr jetzt eine Burg baut und hier so ein Tor ist. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und hier seht ihr ja, ich habe ein paar Lücken gelassen, um das mal zu zeigen. Es ist dieselbe Konstruktion wie hier drüben. Betätige ich den Hebel, gehe die Tür auf. Aber halt nur von drin, ja. Also wenn ihr natürlich das draußen auch noch macht, müsst ihr halt irgendwie verstecken, je nachdem, wie ihr es machen wollt. Ja. Und dann drückt man wieder drauf, ist das Ding dicht. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsvariante. Ey, das ist ja wirklich geil. Ja, ich habe hier mal so ein kleines Haus gebaut. Ich wollte eigentlich so ein primitives Haus bauen, aber ich hatte so Spaß dran gehabt, ja, dass ich ja einfach weitergebaut habe. Ich habe auch hier nur einen Hebel benutzt. Nämlich den. Öffne ich mal. Ja, können wir auch wieder schließen. Von hier. Ich habe das mit Liebe im Detail eingerichtet. Also ich fand das echt so cool. Ja gut, hier oben drauf, es sieht halt echt. Nimmt ein bisschen Platz weg. Aber was baut man sonst in so eine Bude rein alles, ja? Vielleicht hier noch ein Klo hin. Aber ich habe hier mal eine Einbauküche gebaut. Schöner Kühlschrank. Sehr cool. Ja. Zack, wieder zu. Also, ich hoffe, ihr habt das zum größten Teil wirklich verstanden, was ich hier mit meine. Ja, ich zeige euch nochmal schnell, wie man einen Comparator baut. Hier ist er. Ja, hier ist Netherquarz drin. Bei meinem Texture Pack, was ich drin habe, funktioniert das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Muss ich mal updaten. Ja, also aus einem Stock und einem Redstone macht ihr eine Redstone-Fackel. Ja, aus Stein. Ihr müsst den Stein brennen. Tut den vorher in den Ofen rein, dann kommt Originalstein raus. Ja, mit normalen Stein, wie ihr ihn aberntet, geht gar nicht. Aber mit Naturstein praktisch. Hier unten hin Naturstein, ein Netherquarz, drei Redstone-Fackeln und ihr habt einen Comparator. Okay, und jetzt nochmal zum Verstehen an sich. Ihr braucht vier klebrige Kolben, ein bisschen Redstone, ich habe hier mal eine grobe Zahl reingetan. Zwei Hebel, in der Regel auch noch einen Hebel, wie ihr es halt möchtet. Und ein Pflastersteine natürlich oder Dreck, weiß der Henker, was ihr nehmen wollt. Ob ihr jetzt Holz nehmt, ist egal, mit was ihr das baut. Ja? Also ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. Ja, dass das so nicht funktioniert. Ihr müsst seitlich hochbauen. Wenn ihr einen Knopf bauen wollt an der Seite, ja. Einen Comparator setzen, der das Signal unterbricht, die Dauerleitung, weil nur mit einer Dauerleitung aktiviert ihr die Kolben. Ja, und das ist dann halt hier der Fall bei einem Hebel, weil wenn ihr ihn rumdreht, gibt er Strom ab. Ja, dreht dann wieder rum, gibt er keinen Strom. Ganz einfach, ja. Bei einem Knopf ist das so, er gibt für ein paar Sekunden Strom ab und dann wieder nicht. Also ihr seht es hier an der Seite, drücke ich drauf, gibt er Strom ab und dann wieder nicht. Also die beste Variante eigentlich für eine Tür, finde ich, ist ein Knopf. Ja. Bei einer Burg macht es wirklich Sinn, mal einen Hebel zu nehmen, weil man kann das Tor ja über Nacht zumachen und am Tag auflassen, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Ich hoffe, euch hat mein erstes Tutorial gefallen, was Minecraft betrifft. Falls noch Fragen offen sind und ich irgendwas vergessen habe zu erklären, schreibt es unten in die Kommentare rein und ich werde eine Videoantwort oder vielleicht in die Kommentare schon reinschreiben, was hier halt fehlt. Also wie gesagt, okay, ich bedanke mich schon mal bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zu meinem nächsten Tutorial.